So, Folge Nummer 3 von Neck und ich hoffe, es gefällt euch. Mir gefällt's richtig gut. Das sind die Koboldpanzer. Wir haben sie irgendwie überholt. Lange hält die alte Straße das nicht mehr aus. Das war ein Zufall. Ich kümmere mich darum schon. Oh, die sind kräftig. Aufladen, aufladen, aufladen. Komm, bitte genug. Pff. Cheating. Weiter geht's. Oh yeah. Einfach mal so ein Panzer zur Seite gehoben, läuft. Ach, die kann ich auch kaputt machen. Das ist wie Hulk. Danke. Sinnlose Zerstörung. Hier gibt's bestimmt ein Special in der Wand. Nein. Was eine Enttäuschung. Aber da. Na gut. Ah, ein Kontrollraum. Aber in dem Generator sind keine Relikte mehr. Ein Moment, Doc. Ich mach mal eben das Licht an. Auf geht's. Hallo. Boah! Man will da einfach so durchrushen, das geht aber nicht. Ich sag dazu nichts mehr. Ist doch Mobbing. Solche Spiele machen am meisten Aggro. Oh. Der cheatet doch. Das Alter. Jetzt!
Drecksack. Jetzt aber. Ich glaube, hier geht's weiter. Ich renn mal lieber zurück. So, nehmen wir alles mit. Cool. Ach, na, das gefällt mir schon besser. Weißt du was? Dich habe ich auch in einer Höhle entdeckt, wie diese hier. Siehst du dieses Podest? Wenn man diese Höhlen findet, falls es klappt, ist da so ein Podest. Und nie steht was drauf. Nur einmal. Das muss jetzt 20 Jahre her sein. Da fand ich eine Höhle, die war anders. Es wird erzählt, dass diese Orte einst lebendig waren und dass es Relikte in Massen darin gab. Doch seit Generationen hatte das niemand je gesehen. Bis damals. Auf dem Podest stand eine leuchtende Kugel und um sie war eine Konstellation in Gold und Rot und Blau. Ich streckte die Hand aus. Ich weiß gar nicht mehr wieso. Und die Kugel kam zu mir. Ich brauchte viele Jahre, um das Geheimnis zu entschlüsseln und die Macht der Kugel zu verhundertfachen. Doch schließlich konnte ich das Puzzle lösen. Und das Ergebnis warst du. Hey, sehen wir es uns aus der Nähe an, ja? Also wir bestehen nur aus dieser Kugel? Die uns zusammenhält? Gut. Wah! Ah, fail. Tschuh. Muss man echt aufpassen, die fällt man leicht runter. Boah, was eine Scheiße, was eine Zurück. Alles okay, Doc? Einfach prächtig. Tja. Gehen wir mal hier weiter, ne? Irgendwie so ein bisschen Ironie hat das Spiel irgendwie auch. Wenn man sich so die Voices von den Leuten mal anhört. Halt das mal einfach. Macht mich so aggro.
Bahn. Angst, dass ich was übersehe, weil man hier, man rusht einfach so durch. Ich würde gerne mal wissen, wann das Spiel speichert. Ich glaube, wir werden noch viel sterben. Weil die KI von den Spielern bzw. von den Gegnern ist, finde ich, sehr, sehr gut gemacht eigentlich. Beziehungsweise die ist so simpel einfach. Dass der Spieler denkt, die können nichts und machen dann die Fehler. So könnte ich mir das auch noch vorstellen. Goldjäger, Trophäe. Zack. Noch Lichtsteinchen. Und der nächste Levelabschnitt. Back here. So, Kapitel 2. Unerwartete Begegnung. Vorsicht, dieses Gestein ist sehr rutschig. Ist ja cool gemacht. Gut. Ja. Gut. Rutschig, Rutschgestein. Der bleibt gar nicht stehen. Jetzt bleibt er stehen. Und wenn ich langsam laufe. Naja, gut. Gut, wir sehen uns dann in der nächsten Folge und gucken dann mal, was uns noch erwartet.